Na, wir wollen heute wissen, inwiefern war er eingebunden als Finanzminister? Er war der Vizekanzler, er war Finanzminister. Wir wissen ja schon von einigen anderen Auskunftspersonen, dass das Finanzministerium nicht eingebunden war in die Vergleichsverhandlungen. Und da wird es heute zu klären geben, welche Gespräche gab es, in welcher Weise wurde er informiert über die einzelnen Schritte, in welcher Weise wurde er informiert über diesen handschriftlichen Vergleich vom 24. Mai beispielsweise und wie gab es Gespräche, mit wem hat er Gespräche geführt, beziehungsweise mit wem aus seinem Ressort oder mit wem aus seinem Kabinett wurden Gespräche geführt. Das wird heute unser Hauptschwerpunkt sein. Ja, es geht heute um die Beteiligung, um das Wissen, um die Mitentscheidung, um die Vorgaben der ÖVP in der Bundesregierung. Wie hat es mit dem Eurofighter-Vertrag gehalten? Wie war der Informationsfluss? Sie wissen es ja, in der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, auch aufgrund von dokumentierten Aussagen. Darbosch sagt, ich habe Molterer informiert, bereits am 24. Mai. Und Molterer sagt, schade, dass mich Darbosch nie informiert hat. Es wäre sonst ein besserer Vergleich geworden, aber das hat er nicht. Das ist ein Widerspruch und das muss man aufklären. Uns geht es darum zu fragen, und das wird heute einmal der Schwerpunkt schlechthin sein, wie hat sich der Regierungspartner ÖVP in der Frage des Vergleichs da in irgendeiner Form beteiligt oder nicht. Es wird auch interessant sein, die Aussage zu prüfen, dass Molterer gesagt hat, auch Busenbauer kannte diesen Vergleich nicht und wusste gar nichts davon. Also das sind interessante Aussagen und ja, da schauen wir mal, wie sich das jetzt in Deckungsgleichheit bringen lässt. 2006, wo der Willy Molterer Vizekanzler war, warum er dieses Blatt der Erbe nach meinem Dafürhalten aus 2003 dann plötzlich den Darbosch geschenkt hat und nicht selber den Verteidigungsminister weitergemacht hat, wenn ihm das Thema so wichtig wäre. Und war Molterer informiert über den Vergleich oder nicht? Also wenn es mich jetzt noch schnell verrückt und so gehen hat, das werden wir sehen, was der ehemalige Vizekanzler dazu zu sagen hat. Meiner Meinung nach ja. Ich hoffe mehr als von den letzten Auskunftspersonen. Wir haben ja zuletzt Erfahrungen im Untersuchungsausschuss gemacht, dass es große Erinnerungslücken gegeben hat und viele Ausreden und Verweise auf andere Personen. Der ehemalige Vizekanzler Molterer hat sicherlich eine treibende Rolle gehabt bei der Positionierung auch von Kanzler Busenbauer. Und wir wollen da heute dem Herrn Molterer auf die Zähne fühlen und schauen, wie weit die ÖVP involviert war im direkten Austausch auch mit Eurofighter. Na, erstens, was er gewusst hat über den Vergleich, weil er da offensichtlich viel enger eingebunden war, als es die ÖVP immer dargestellt hat. Und dann wollen wir wissen, warum er als Finanzminister alles getan hat, um zu verhindern, dass wir den Korruptionsfall Eurofighter aufklären. Ich habe in meinem ganzen Leben keine derart geschwärzten Akten gesehen, wie die schwarzen Akten von Finanzminister Molterer. Wir hatten damals die erste Spur, Vector Aerospace. Es war klar, da stimmt was nicht. Und wir haben Akten gekriegt, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir werden das heute vorlegen. Wir haben Expertenmeinungen eingeholt. Alle Verfassungsjuristen, Professor Mayer, Professor Oehlinger, Professor Funk, haben gesagt, diese Akten sind ungeschwärzt vorzulegen. Der damalige Finanzminister hat bewusst die Bundesverfassung gebrochen, um die Ermittlungen gegen Eurofighter im Parlament zu behindern. Und dann wacht er plötzlich auf, nachdem seine Partei den Untersuchungsausschuss abgedreht hat und nicht die SPÖ. Es war die ÖVP, die den Untersuchungsausschuss abgedreht hat. Dann wacht er plötzlich auf und beginnt gegen den Darbosch-Vergleich zu protestieren. Das ist eine sehr zwielichtige und dubiose Rolle des damaligen ÖVP-Chefs, Vizekanzlers und Finanzministers. Und dazu werden wir ihm heute ein paar sehr sachliche und sehr höfliche Fragen stellen.